Freunde, ich weiß, ihr habt in unserem Community-Tab dafür abgestimmt, dass wir heute über den VfL Wolfsburg reden. Und das werden wir auch machen, nur nicht heute. Heute soll es um Peter Stöger und den BVB gehen. Seit Peter Stöger übernommen hat, ist der BVB wieder auf Kurs. In der Bundesliga seit 11 Spielen ungeschlagen, auf einem direkten Champions-League-Qualifikationsplatz und auch mit den Fans hat die Mannschaft wieder ihren Frieden gefunden. Doch das alte Sprichwort, es ist nicht alles Gold, was glänzt, trifft wohl selten so gut zu wie bei diesem BVB. Irgendwie erinnern mich die Schwarz-Gelben derzeit so ein bisschen einen angeschlagenen Boxer, der einfach nur noch um sich schlägt, seine Fights zwar gewinnt, aber nicht wirklich überzeugend. Zeit sich mal zu fragen, ist Peter Stöger der Richtige, um diesen BVB in die Zukunft zu führen? Wie gesagt, schaut man auf die Ergebnisse in der Liga, kann man kaum ein Argument gegen Peter Stöger finden. 11 Spiele, 6 Siege, 5 Unentschieden. Auf Platz 8 übernommen, auf Platz 3 geführt. Klingt nach einem deutlichen Upgrade gegen Vorgänger Peter Bosch, oder? Ja. Guckt mal auf die Gesamtbilanz, ist Stöger ein Upgrade. Aber wenn man das Ganze ein bisschen fairer gestaltet und sagt, ey, wir gucken jetzt mal von Spieltag 1 der Hinrunde und Spieltag 1 der Rückrunde an, denn nur so spielt man gegen dieselben Mannschaften und kann das halbwegs vergleichen, dann ändert sich das Bild. Dann steht Stöger mit 4 Siegen und 5 Unentschieden aus 9 Spielen bei 17 Punkten und Bosch mit 9 Spielen, 6 Siegen, einem Unentschieden und 2 Niederlagen bei 19 Punkten. Natürlich hat Stöger auch noch 2 Siege aus der Hinrunde auf dem Konto und ich will auch gar keinen Vergleich da machen und sagen, Stöger ist gar nicht so gut. Was ich sagen will, ist nur, die schwierigen Spiele, die Peter Bosch den Hals gekostet haben, geht der BVB noch vor sich. Noch gegen 5 Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte müssen die Schwarz-Gelben antreten. Und während die Ergebnisse stimmen, überzeugt der BVB fußballerisch selten. Stöger lässt traditionell einen defensiv orientierten Fußball spielen und während das dem BVB massiv geholfen hat, wieder Stabilität zu finden und in die Spur zu kommen, ist die einst wirbelnde schwarz-gelbe Offensive fast vollständig zum Erliegen gekommen. Es mangelt dem BVB ganz klar an der Verbindung zwischen der gut organisierten Defensive und der auf Konter lauernde Offensive. Gonzalo Castro hatte gerade auf europäischem Niveau extrem große Schwierigkeiten, diese Verbindung herzustellen. Mo Dahoud hat das ganz gut gemacht gegen die Eintracht zum Beispiel und macht Hoffnung auf mehr. Doch was dem BVB und allen seinen Fans wirklich Sorgen machen sollte, ist nicht, wie sie Fußball spielen oder dass sie anderen Fußball spielen, dazu kommen wir gleich noch, sondern dass der BVB unfassbares Matchglück unter Stöger hatte. In den 15 Spielen unter Peter Stöger traf der BVB 8-mal nach der 80. Minute. 2 Treffer davon waren nicht spielentscheidend, alle anderen schon. Glaubt ihr mir nicht? Ich lese es euch kurz vor. Gegen Hoffenheim schießt Pulisic in der 89. Minute den 2:1 Siegtreffer. Gegen Freiburg gleicht Toljan in der 93. Minute zum 2:2 aus. Gegen Köln macht Schürrle in der 84. den Siegtreffer. Und im Hin- und Rückspiel gegen Atalanta Bergamo in der Euroleague machten zuerst Batshuayi und dann Marcel Schmelzer späte Tore. Ohne diese Tore wäre man rausgeflogen. Und was gegen Eintracht Frankfurt passiert ist, muss ich euch vermutlich nicht erzählen. Ich hatte das mit Selbstvertrauen und Mentalität zu tun, aber vor allen Dingen ist das eins. Unfassbares Matchglück. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, Glück hält nie ewig. Und diese Tore waren häufig wirklich nicht mal richtig verdient. Und klar, das ist nur ein Gedankenspiel, aber rechnet man diese Tore mal raus, steht der BVB abgeschlagen im Tabellenmittelfeld, hat keine Chance auf die Champions League Qualifikation und ist aus der Euroleague ausgeschieden. Und böse Zungen würden sagen, spielerisch gehören sie derzeit vielleicht genau dahin. Ich will nochmal ganz deutlich sagen, ich versuche hier nicht Peter Stöger schlecht zu reden. Was ich sagen will ist, wenn der BVB plant, sich weiter auf dieses Glück zu verlassen, das ist ein verdammt riskanter Plan. Nicht nur deshalb gibt es erste Gerüchte um Nachfolgekandidaten. Aber lass uns mal kurz gucken, was Peter Stögers Fußball überhaupt ausmacht. Kurz zusammengefasst, defensive Stabilität hat die höchste Priorität. Und nach vorne wird mit Kontern und dosierter Offensive gearbeitet. Das war Stögers Erfolgsrezept beim 1. FC Köln und das brachte auch den BVB wieder auf Kurs. Die plötzliche Umstellung vom vorher eher ballbesitzorientierten Spiel, natürlich lautete man auch da schon häufig auf Konter, führte übrigens auch zur Renaissance des schnellen André Schürrle und machte das Comeback des noch schnelleren Marco Reus deutlich einfacher. Einziges Problem? Diese Art von Fußball will man im Klopp- und Tuchel geprägten Dortmund scheinbar nicht sehen. Denn Michael Zorc zeigte sich mächtig angefressen nach dem Unentschieden gegen Augsburg. Dort sagte er nämlich, der BVB spiele Beamtenfußball und es wäre bürokratisches Ballgeschiebe. Und auch Peter Stöger weiß das. Die reinen Ergebnisse interessieren hier keinen. Dortmunds Selbstverständnis ist, dass auch attraktiver Fußball gespielt wird. Wir haben aktuell ein sehr zerbrechliches Gebilde. Die lange Durststrecke in der Hinrunde hat viele Spieler verunsichert. Jetzt passen die Ergebnisse, aber die Spielphilosophie noch nicht. Das ist für die Jungs nicht einfach.
Da muss doch mal die Frage erlaubt sein, was haben sich denn Watzke und Zorc gedacht, als sie Stöger an Bord geholt haben? Nein, ernsthaft. Was haben sie sich erwartet? Man kann keinen Trainer einstellen, der seit Jahren dafür bekannt ist, dass die meiste Arbeit in die Defensive fließt, dass defensive Stabilität die höchste Priorität ist und dann erwarten, dass der ein Offensivfeuerwerk abbrennt. Das ist nicht fair. Ich meine, ich hole mir auch keinen Boxer, um gegen einen UFC-Fighter anzutreten oder einen narzisstischen Multimilliardär, um US-Präsident zu werden. Naja gut, zurück zum Thema. Peter Stöger ist ein guter Trainer. Und man merkt, dass er immer mehr versucht, seine Art zu coachen, auf die geforderte BVB-Spielweise einzustellen. Beispielsweise die ersten 30 Minuten gegen Eintracht Frankfurt waren ein klares Zeichen und so ein bisschen der alte BVB. Doch, wenn man weiter zusammenarbeiten will, werden sich beide Seiten anpassen müssen. Der BVB muss sich darüber klar werden, dass Stögers größte Stärke in der Defensivarbeit leistet und das dementsprechend fördern. Und Stöger, der muss sein Offensivspiel facettenreicher gestalten. Stellt sich die Frage, ist der BVB derzeit in der Situation, einen solchen Prozess mit Peter Stöger anzugehen? Ich bin nicht in der Lage, das zu beantworten. Peter Stöger ist sicherlich kein Teamentwickler und Talentförderer wie manche seiner Vorgänger, doch es gibt wenige andere Kandidaten. Ausnahmetalent Julian Nagelsmann beispielsweise, der beweist gerade, wie dünnhäutig er schon unter dem Druck in Hoffenheim wird. In Dortmund wäre dieser Druck nochmal vervielfacht. David Wagner, der scheint kein Interesse daran zu haben, Huddersfield zu verlassen. Und Nizza hat wohl keinen Bock, Lucien Favre gehen zu lassen. Und da der BVB einen deutschsprachigen Coach haben will, wird die Kandidatenliste da auch schon ziemlich kurz. Ist Peter Stöger also der perfekte Mann? Nein, denke ich nicht. Aber ist er derzeit die beste Alternative? Vermutlich ja. Keine richtig zufriedenstellende Antwort für alle BVB-Fans. Und das war's auch schon wieder. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt. Wer soll der BVB-Coach werden? Stöger, Favre, Nagelsmann? Lasst es mich wissen und wir sehen uns zum nächsten Video. Nico Holmer? Wait a second. Und der nun auf Konter lauern... Okay, war richtig, ja, war richtig. Es mangelt beim BVB an der Verbindung zwischen der sehr gut organisierten Defensive und der inzwischen auf Konter lauernde Offensive. Das stimmt doch was nicht an dem Satz. Und der inzwischen auf Konter lauernde Offensive.